Also, ihr wisst ja, wie ich den Tag heute nenne, oder den Film, Tage, wenn es mal nicht läuft. So nenne ich den. Ey, also heute ist... Aber man muss auch auf Aufnahme drücken. Ne? Tja, hallo Freunde, Peter von der Live in the Camper hier, guten Morgen. Ja, ich muss mal was anderes sehen. Ich muss sowieso Wasser tanken, jetzt nach diesen 2-3 Wochen. Meine 400 Liter sind leer, also fahre ich mal nach Tangermünde. Und da werde ich auch mal 2-3 Tage bleiben. Halt, ne? Ich merke das selber, ich muss mal unter Leute. Ich habe letzte Zeit viel Kontakt gehabt, aber keine Ahnung, ich muss einfach mal weg. Hört sich komisch an im Urlaub, ne? Ich weiß im Moment auch noch nicht so ganz, was mit mir los ist. Aber das sind so depressive Phasen mal wieder. Ne? Die melden sich gerade mal so zurück. Hier, wir sehen uns gleich beim Wassertanken. Ja, liebe Leute, der Mabu in Tangermünde. Schaut mal, da hinten ist der Stellplatz. Da werde ich mich die nächsten 2-3 Tage mal so ein bisschen einquartieren. Und dann werde ich mal wieder rauslaufen, laufen, fotografieren. Das fehlt mir. Die letzten paar Tage war ich meistens nur drin. Und naja, wir gucken mal, was kommt. Da hinten ist der Hafen, schaut mal. Den werden wir uns anschauen und die ganz tolle Innenstadt, die werden wir uns auch noch anschauen. Egal, ob es regnet oder sonst was, schaut mal da hinten. Es gibt ein ganz tolles Stadttor hier und ein Schloss und. Also ist wirklich äußerst sehenswert. Aber ich nehme euch da mit hin. Tja, liebe Leute, Wohnmobilstellplatz, Tangermünde. Ich habe jetzt gerade bezahlt und der Preis liegt bei 12 Euro, aber inklusive Strom, Wasser und sprich Fähr- und Entsorgung. Also das geht eigentlich. Und die Stadt, die hat es wirklich in Sicht. Aber ich nehme euch da mal mit hin. So, erstmal alles wieder hingestellt. Schaut mal. Da liegt schon der Fotoapparat, den habe ich heute Morgen gebraucht. Nämlich da, wo ich stand, da sind ab und zu mal ein paar Turmfalken. Ich war leider ein bisschen spät, einen habe ich glaube ich drauf gekriegt, so ein bisschen, blende ich mal hier ein, aber nur so halb, weil der in so einem Gittermast saß, da war ich wieder zu langsam und jetzt habe ich mir fest vorgenommen, dass ich mindestens die Kamera da liegen habe mit einem Teleobjektiv dran. Ja, und jetzt, was brauche ich als allererstes? Ich bin recht früh aufgestanden, schon alles zusammengepackt und sowas alles, damit ich wegkomme. Ich musste einfach mal woanders hin, warum auch immer. Keine Ahnung, Leute. Aber so ist das. Also, was macht man dagegen? Laufen. Ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee und dann mache ich einen schönen Spaziergang durch die Stadt. Da habe ich, glaube ich, noch... Ja, so ist das, liebe Leute. So ist das. Tja, ich weiß nicht, warum ich so schlecht zufrieden bin. Keine Ahnung. So, ich habe noch Urlaub. Da war viel unter Leute und trotzdem hat es mich im Moment wieder niedergehauen wie sonst was. Tja, was macht man? Oder was mache ich, wenn ich schlecht zufrieden bin? Ihr seht, ich bin am Laufen, mir den Wind durch die Haare wehen lassen und einfach mal laufen, auspowern. Das brauche ich heute. Ich will jetzt mal einmal, ihr habt den Hafen gesehen von Tangermünde gerade, ich will jetzt mal einmal direkt an die Spitze ran, da wo die Hafeneinfahrt in die Elbe ist. Und von da aus will ich mal so Tangermünde mal fotografieren, so ein bisschen. Und
Ja, und dann nehme ich euch nachher mit mal durch Tangermünde durch. Einkaufen brauche ich nicht. Wasser habe ich getankt. Habt ihr mitgekriegt. Stellplatz habe ich euch schon erzählt. Tja, und ich bin immer noch am Überlegen, was ich mache. Mit den jetzt, glaube ich, 1006 oder 1005 Abonnenten. Soll ich was machen? Soll ich nicht machen? Ich weiß es nicht. Absolut nicht. Da stehen Fischreiher. Naja, aber ich komme. Morgen ist noch ein Tag. Ich bleibe 2 Tage hier. Bis Donnerstag. Und dann fahre ich nochmal langsam wieder nach Jericho. Weil ich muss von da aus, habe ich ja schon in einem Film erzählt, meiner Tochter beim Umzug helfen. Und dann fahre ich mal mit einem anderen Wohnmobil. Nicht mit meinem großen, sondern mit einem etwas kleineren und einem Anhänger. Aber da nehme ich euch mit hin. So, tja. So ist das alle. Hier ist der Ruhe. Tja, gefühlt habe ich immer das falsche Objektiv mit. Keine Ahnung, aber ich will gleich ja nochmal in die Stadt rein. Aber hier, schaut mal. Da sitzen wie auf dem Präsentierteller 2 Kormorane. So, ich habe aber nur so ein, was ist das, so ein 2470 oder Objektiv mit. Ärgere mich gerade schon wieder. Naja, egal. Ach Leute. Tja, hab heute irgendwie Redebedarf. Keine Ahnung. Bin einfach mal geflüchtet. Ich war ja noch die ganze Zeit wieder in Jericho. Tut mir nicht gut, merke ich. Deswegen bin ich auch weggefahren. Ich bin ja sonst eigentlich immer der, der auf kostenlose Stellplätze geht. Aber diesmal habe ich wirklich für 2 Tage bezahlt. Das Schöne ist, man kann da mit Strom stehen. Strom ist inklusive. Das ist echt cool. Ja, und da ich ja meistens alles mit Strom betreibe, funktioniert das eigentlich wunderbar. Ja. Also ich kann euch sagen, Tangermünde, sage ich euch jetzt schon mal vorweg, ist immer ein Besuch wert. Eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich weiß, dass noch vor Corona war immer alles beleuchtet, aber lohnt sich trotzdem. Ich habe gerne mal abends Fotos früher gemacht, aber die habe ich leider nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Naja. Tja, jetzt stehen wir genau an der Elbe. Die hat ganz schön viel Wasser. Zur Zeit, wo ich letztes Mal da war, war das längst nicht so voll. Aber schaut mal. Da ganz hinten, da sieht man das Kloster Jericho. Das ist ja einer der wenigen kostenlosen Stellplätze. Hier in der Gegend gibt es nicht viele, aber es gibt noch welche. Kann ich auch nur empfehlen. Und hier gegenüber, da ist das Schloss Tangermünde. Und direkt gegenüber Hotel Schloss Tangermünde, soll sehr gut sein. Jetzt bekomme ich gerade Besuch, schaut mal. Die sind überhaupt nicht scheu. Tja Leute, ist das nicht ein Traumwetter? Also einfach herrlich, 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 herrlich. Tja, ne? Beim Spazierengehen oder beim Wandern mit Fotoapparat kann ich immer so die Seele baumeln lassen.
Aber jetzt will ich mal direkt in die Stadt rein, sprich auf der anderen Seite des Hafens. Da gibt es so zum Fotografieren so ganz interessante Treppenaufstiege und Stadttore. Was heißt Stadttor in der Stadtmauer drin? Weil Tangermünde ist ja noch mal fast komplett umschlossen von der Stadtmauer. Ob da noch Strom drauf ist? Das wäre jetzt mal gut zu wissen. Das müsste so eine alte Getreidemühle oder sowas sein. Es scheint aber auch sogar noch in Betrieb zu sein, schaut mal. Da sieht man an den gemauerten Rundbögen in jeder Etage, wo damals, glaube ich, die Seile oder Drahtseil lang geschliffen hat. Das ist der Wahnsinn. Also ist so ein Lagerhaus oder sowas. Ich war ja schon ein paar Mal hier, aber das ist mir eigentlich noch nie so aufgefallen. Jetzt sieht man mal so die Stadtmauer von Tangermünde. Ich war ja schon öfters hier, bin ja nicht das erste Mal hier, auch mit dem Wohnmobil. Da stand ich auch 2019 schon mal im Winter. Weihnachten, das war das schrecklichste Weihnachten, was ich je hatte. Aber ich bin immer wieder begeistert von der Stadt. Im Sommer ist das hier immer brechend voll. Aber jetzt gefällt mir das immer besser, so Herbstzeit, Winterzeit, total schön. Ja Leute, dann schauen wir uns mal die Stadt von innen an. Das ist schon Wahnsinn, also wie die früher hier gebaut haben, schaut euch das mal an. Natürlich ist da auch viel instand gesetzt worden in den Jahrhunderten, muss man ja schon fast sagen. Ich weiß gar nicht, wie alt Tangermünde ist, muss ich mal gucken. Gibt es auch eine ganz interessante Geschichte von so einem Stadtbrand, aber da erzähle ich euch gleich mal mehr von. Ja, Freunde, die nette Dame, die hat damals, muss ich alles nochmal nachreichen, die Stadt Tangermünde angezündet angeblich. Und die hat das irgendwie unter Folter gestanden halt. Ne? Ich erzähle euch da nochmal was zu. Ja Leute, das war jetzt so der kleine Rundgang mal durch Tangermünde. Ich habe längst nicht alles gezeigt. Aber mir waren das einfach schon wieder zu viele Leute. Warum auch immer. Keine Ahnung. Im Moment suche ich doch wieder mehr die Einsamkeit. Deswegen sehen wir uns morgen früh. Ich hoffe, ich schaffe das, aufzustehen. Wir sehen uns dann beim Wandern mit dem anderen Fotoapparat, also mit dem Teleobjektiv. Und dann geht's an der Elbe ran zum Tiere fotografieren. Vorausgesetzt, es regnet nicht. Bis gleich mal. Tja, manchmal sollte es nicht sein, liebe Leute. Ihr habt ja teilweise gesehen, dass ich die mitgeschleppt habe, weil ich mal einfach mal so den Spaziergang mit aufzeichnen wollte, um euch das mal zu zeigen. Aber man muss auch auf Aufnahme drücken. Ne? So, wenn man das nicht macht, dann kann man auch nichts aufnehmen. Tja, sowas passiert auch. Ja, was mache ich jetzt? Ich mache mir jetzt noch schnell was zu essen. Einfach ein paar Nudeln, ein paar Eier drüber, also nicht Diabetes-like, aber ich habe Hunger. Ich wollte mir erst das Bratwurst holen mit im Brötchen, aber da habe ich mir gedacht, nein, Peter, lass es. Sag, du hast noch genug hier drin, ich koche mir jetzt einfach ein paar Nudeln und mache mir da ein paar Eier drüber. Hier, wir sehen uns vielleicht nachher noch an der Elbe, ich will da vielleicht noch dran, das Wetter ist schön, nehme ich auch den anderen Fotoapparat mit. Aber erst muss ich ein bisschen was essen.
Ja, bis gleich mal. Keine Angst, das wird kein Kochvideo. Ich muss nur einfach auf die Schnelle was essen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Frustessen jetzt ist. Keine Ahnung. Aber ich bin... Ich weiß es nicht. Einmal alle, die esse ich aber nicht alle. Vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht im Moment, was mit mir los ist, Leute. Ich weiß es nicht. Es ist... Aber wie ist das so schön, nach jedem Hoch kommt ein Tief, ne? Oder nach jedem Tief kommt ein Hoch. Naja, geht auch vorbei. Ich muss unbedingt laufen. So, ich muss mich auspowern. Leute, wisst ihr, was mir fehlt? Mir fehlt die Arbeit. Mir fällt echt die Decke auf den Kopf, habe ich so das Gefühl. Obwohl ich jeden Tag am Arbeiten bin. Was heißt jeden Tag am Arbeiten? An meinem YouTube-Kanal bin ich ja am Arbeiten. Oh, Leute. Ich weiß nicht, was ist. Naja. Schauen wir mal. Ne? Gleich sehen wir uns, wenn ich da die 5 Eier drüber werfe. Bis gleich. Also heute will es absolut nicht. Gott, ist das eine Scheiße. Entschuldigung. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt so Tage, da passt es einfach nicht. Und das ist irgendwie heute. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Tja, was darf nicht fehlen? Die Zwiebeln dürfen natürlich nicht fehlen. Also, wisst ihr, wie ich den Tag heute nenne? Oder den Film? Tage, wenn es mal nicht läuft. So nenne ich den. Ey, also heute ist... Ist echt der Hammer. Ich bin bescheuert. Ich habe doch Rapsöl mitgebracht. Leute, haltet mich verrückt. Ich habe doch Öl mitgehabt letztes Mal. Ich finde es nicht. Keine Ahnung. Nimm ich Margarine. Tja, ich habe noch so ein bisschen Bacon gefunden, was vor dem Ablauf ist. Das brate ich mir zusammen mit den Zwiebeln ganz kurz an. Und dann kommen da ein paar Eier rein, die Nudeln und dann die Eier oben drauf und fertig. Schnelles Essen zwischendurch. Tja, so sieht das jetzt aus. Jetzt haue ich da noch mal ein paar Eier drüber. Fertig. Schnelles Essen. Nicht wunder, dass es so viel ist. Da kann ich eventuell heute Abend noch was von essen. Und ja, hier, wir sehen uns nachher eventuell nochmal beim Spaziergang durch Kangamünde. Ja, Video, das wird wahrscheinlich wieder länger. Das werde ich wohl 2 Teile rausmachen. Sprich, einen Sonntag, einen Dienstag werde ich da wohl rausmachen. Das ist, glaube ich, besser. Und von den Zugriffszahlen, so wie ich das mal ausgewertet habe, muss ich mal schauen. Ja, jedem, der das
dem dieses kleine Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Das wäre mal was, das vielleicht nächstes Ziel gesetzt mal so. Ne? Ist ja in den Kommentaren ja gesagt worden, auf zu den 2000. Ne? Und ich habe immer noch nichts gemacht. Sprich mit Monitorisierung. Ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber ihr werdet das erfahren, ob ich es gemacht habe oder nicht. Muss ich erst mal sehen halt, ne? Ja, liebe Leute, wie gesagt, Abo nicht vergessen, Daumen hoch, gebt mir bitte einen Kommentar, ganz, ganz wichtig, ne? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Peter von Elephant & Camper. Tschüss.